Hallo, schön, dass du da bist. Ich wollte heute kurz mit dir darüber reden, warum du dich davor in Acht nehmen solltest, Erfolgsratschläge von anderen anzunehmen bzw. ungefragt anzunehmen. Ich habe das in den letzten Monaten sehr, sehr häufig beobachtet, vor allem in den sozialen Medien, über E-Mails, dass ich das Gefühl habe, dass immer mehr Leute große Werbeversprechen machen. Zum Beispiel 6-stellige Umsätze in ein paar Monaten und so verkaufst du deinen Online-Kurs wie bekloppt und so weiter. Du kennst die Nachrichten bestimmt alle und die ganzen Verkaufsmaschen. Und ich finde das sehr gefährlich, weil diese Leute verkaufen immer nur ihr Prinzip, wie es bei ihnen funktioniert hat, vielleicht erfolgreich zu werden und was auf sie zugeschnitten ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auf dich zutrifft und dass du genauso erfolgreich wirst damit. Und was ich dabei noch beobachte, ist, dass diese Leute immer verkaufen, wie sie selber erfolgreich geworden sind. Sie haben also meistens keine eigene Dienstleistung, nichts, was sie selber erstellt haben, sondern sie haben Content erstellt und verkaufen dir jetzt, wie man besser verkauft. Also so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ein Schneeballsystem meiner Meinung nach. Also sei bitte vorsichtig. Das heißt nicht, dass es da draußen nicht super tolle Anbieter gibt, die dir bestimmt weiterhelfen können. Aber das Problem bei einer Blaupause oder bei einem Schema, wie du erfolgreich wirst, ist, dass dadurch alles gleich wird. Ich sehe überall bei Instagram dieselben Bilder, ich sehe überall dieselben Headlines, ich sehe überall dieselben Werbeanzeigen, dieselben Versprechen, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie alle voneinander abgucken. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil du bist einzigartig. Du hast etwas, was sonst niemand hat. Und ich möchte, dass du in der Lage bist, das nach außen zu zeigen. Dass du zeigst, was dich besonders macht. Dass du einen ganz eigenen Stil entwickelst und nicht alles von den anderen abkupferst. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Lern auf jeden Fall dazu. Das ist total wichtig. Guck dir auch Sachen von anderen Leuten ab, die schon an der Stelle sind, wo du gerne wärst. Aber achte auch darauf, ob die Leute wirklich zu dir und deinem Stil passen, ob es dir überhaupt dir als Mensch erspricht. Es bringt ja zum Beispiel nichts, wenn du sehr introvertiert bist und holst dir deine Rampensau als Vorbild. Das wird nicht zu dir passen, sondern hol Menschen, von denen du überzeugt bist, wo du das Gefühl hast, sie haben dieselben Werte als du und sind halt schon an dem Punkt, wo du gerne wärst. Und dann schau von den Inhalten, was die Leute dir verkaufen, ob das wirklich auch zu dir passt. Und du musst nicht immer alles 1:1 umsetzen, finde ich. Weil du musst dir immer herauspicken, was für dich sinnvoll ist und was nicht, was für sich für dich gut anfühlt, stimmig anfühlt. Und es ist eine große Herausforderung, wieder auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Aber ich glaube, das ist langfristig die einzige Maßnahme, die dich wirklich nach deinem Stil erfolgreich macht. Ich musste das jetzt kurz loswerden, weil mir das in den letzten Tagen oft in den Gedanken rumgekreist ist. Und ich hoffe, du konntest was Kurzes daraus für dich mitnehmen. Was meinst du? Was ist Erfolg überhaupt? Ist Erfolg etwas, an einem anderen nachzumachen? Oder ist Erfolg viel, viel schwieriger, weil es bedeutet, deinen eigenen Weg zu gehen und dir selber zu vertrauen? Schreib mir gerne in die Kommentare auf Facebook, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und bleib einzigartig. Bis dann.